Willkommen zum Qualifying hier in Bahrain. 18 Uhr Ortszeit und die Sonne geht allmählich unter. Bevor die Autos auf die Strecke gebracht werden und das Qualifying beginnt, wer, glaubst du, wird heute eine gute Zeit hinlegen? Ich bin überzeugt, dass Vettel heute stark auftreten wird. Er liebt diese Strecke und solange sein Auto mitspielt, können wir erwarten, dass er ganz vorn um die Pole Position kämpfen wird. So, ja, damit hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung von F1 2015. Es kam jetzt lange nichts mehr, weil ja, ich hatte auch nicht viel Zeit. Das habe ich ja mal erwähnt in einem Video. Wir sind jetzt in Bahrain. Es ist eine Strecke, die ich überhaupt nicht mag. Ich bin nicht so Bahrain-Fan, keine Ahnung. Es gibt zwei, drei Kurven, die ich wirklich hasse. Das wäre mal die erste gewesen. Oh. Alter. Und ich habe natürlich auch nicht mehr so lange Formel 1 gespielt. Ich muss mich zuerst wieder ein bisschen einfahren ins Spiel. Aber wir machen hier doch schon ziemlich bodengut, denke ich mal. Oh, ja, da sind wir ein bisschen weg von der Linie. Zweiter Gang und langsam raus beschleunigen. Sieht aber nicht so schlecht aus. Wir bleiben an Hamilton dran. Ich weiß nicht, die KI ist hier immer langsam. Das war auch schon in F1 2012 so. 13 glaube ich auch. 14 weiß ich nicht, das habe ich nicht gespielt. Aber es war immer so, dass die KI ein bisschen langsam war. Jetzt sind wir vorbei. Hier fahren wir die Linie ein bisschen falsch. Ah, Hamilton ist dicht an uns dran. Wir dürfen diese Kurve hier nicht versauen. Boah, jetzt habe ich zu spät eingelenkt. Aber wir sind noch weiterhin vorne. Mercedes, besser Topspeed, aber es hat gereicht. Wir haben die Pole Position. Ja, wir haben die Pole Position auf einer Strecke, die ich absolut hasse. Wir haben die Pole Position. Sehr gut. Was für eine tolle Session für Red Bull. Da beide Wagen morgen in der ersten Startreihe stehen, muss man sich schon fragen, ob irgendjemand dieses Team noch schlagen kann. Was für eine tolle Session für das Team. Für dieses Ergebnis haben sie hart gearbeitet und diese harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Gut, wir haben jetzt die Pole Position. Kimi Räikkönen startet vom Platz 8. Der hatte wohl ein bisschen Problem, wo gut Platz 8 kann man auch damit arbeiten. Mal schauen, wo wir landen werden. Hier in Sakhir ist es fast 18 Uhr und das heißt, es ist fast an der Zeit für den großen Preis von Bahrain. Das war gestern eine wunderbare Vorstellung von Fernando Alonso, als er sich die Pole Position geholt hat. Er hofft nun sicher, dass sich dieser Leistungsvorsprung im Qualifying auch im Rennen aufrechterhalten lässt. Wenn ja, dann ist ein Sieg oder zumindest ein Platz auf dem Treppchen sicher drin. Er wird definitiv heute schwer zu schlagen sein, aber alles ist möglich. Wir werden also ein Auge darauf haben müssen, wie es sich im Laufe des Rennens entwickelt. Nico Rosberg gewann das letzte Rennen mit einer Leistung, die nicht nur sein Chef Toto Wolff als wahre Meisterfahrt bezeichnete. Er scheint sich bei seinem Mercedes-Team sehr, sehr wohl zu fühlen. Das ist eine gute Ausgangslage für weitere Siege. Rosberg war das letzte Mal gegenüber Hamilton klar im Vorteil. Und heute wird er es seinem Teamkameraden wieder zeigen wollen. Man sollte die gegenseitige Manipulation der beiden nicht unterschätzen, da sie beide um die Vorherrschaft kämpfen. So, gut, wir schauen uns mal kurz die Rennstrategie an. 14 Runden, das Rennen dauert nur eine halbe Stunde, ich glaube, die letzten gingen länger. Das war so ein kurzes Rennen. Ich glaube, es ist bei mir immer sicher, aber ich dachte, sie gingen länger, aber. Nein, war ja auch 22 Minuten, so 24 Minuten. Okay, gut, glaube ich wieder mal scheiße. Wir haben jetzt die Option, nein, wir haben keine Option, weil wir die Pole haben und mit den Option-Reifen, also mit den weicheren Mischungen gefahren sind, müssen wir mit diesen starten. Ich glaube, ab
Position 10 kann man frei wählen oder ab 11, da kann man frei wählen. Wir können nicht auf die Primes gehen, also wir fahren jetzt mit den Option-Reifen los, also mit den weichen Reifen, wechseln dann in Runde 6 oder 7 auf die Primes, auf die härtere Mischung und fahren dann zu Ende. Ein Stopp, ja, bestätigen wir können, wir haben ja nur noch diese Option. Und hoffen wir einfach, dass kein Unfall passiert. Wie gesagt, wenn irgendwas passiert, ich werde nicht zurückspulen oder irgendetwas machen. Also wenn ich rausfliege, dann bin ich draußen. So. Ach du Scheiße, Hamilton hatte einen sehr guten Start. Ich muss ihn natürlich Platz lassen, darf ihn nicht einfach so reinziehen. Dafür habe ich hier wieder die Innenbahn. Boah. Oh, das ist ein Spoiler! Das ist ein Spoiler! Da war ein Spoiler! Ja, und da ist das Rennen schon zu Ende für mich. Oh, Scheiße. Das gibt's ja nicht. Hier sehen wir es nochmal. Da war der ganze, da war der Spoiler und da dreht es mich einfach so weg. Und da habe ich einen Force India erwischt. Oh mein Gott, was für ein Start. Was für ein Start. Das schauen wir uns nochmal an. Also hier. Ich bin rausgerutscht, aber da kam Hamilton und der lässt einfach keinen Platz und da, ja, da dreht es mich einfach weg. Ich habe schon mal leise, war Hamilton einfach sehr aggressiv und dann, zack, da kommt von Force India, ich glaube, das sieht wie, nein, das ist Perez, das ist nicht Hülkenberg, ja, das ist Perez. Ich glaube, da muss ich auch nicht mal das Qualifying und das Rennen getrennt machen, das mache ich gleich in einer Folge, weil sonst das Video einfach zu viel zu kurz wäre. Ja, wie gesagt, ich spule nicht zurück oder ich mache hier keine Rückblenden. Es gab jetzt halt einfach einen Totalschaden. Und ja, das war's leider. Tja, kurzes Rennen. Jetzt haben wir hier noch das Rennergebnis. Wir sehen hier, Nico Rosberg hat gewonnen, Hamilton ist Zweiter geworden, verdammt, das ist nicht gut. Bottas Dritter, Ricciardo Vierter, Vettel Fünfter. Raikkonen hat sich um eine Position verbessert. Mal schauen, Klassement hier. Wow, wir sind ein bisschen zurückgeflogen jetzt durch den Ausfall und Punkte, Vettel hat uns überholt. Ich weiß gar nicht, was wir vorhin waren. Glaube ich, Dritter kann das sein. Ich glaube schon, wir sind Dritter. Oder waren Dritter, jetzt sind wir Fünfter. Ja gut, nächstes Rennen ist China. Das heißt, in China müssen wir aufholen. Hier haben wir nochmal den Start. Schauen wir uns nochmal den Unfall an. Wir hatten auch einen schlechten Start. Wir sind aber hier richtig fair draußen geblieben, haben auch Platz gemacht. Aber Hamilton ist einfach eine Kampfsau, ne? Also der lässt da nicht viel Platz. Gut, es war ein bisschen überraschend von mir auch. Ja. Gut, das war wirklich ein kurzes Rennen. Man kann aber auch sagen, also es war sicherlich mein Fehler hier. Gut, er hat schon gedrückt, ne? Also er hat schon wirklich gedrückt. Ich habe ihn zwar gesehen. Aber hier, also hier an dieser Stelle hätte ich ja rein theoretisch noch bremsen können, aber irgendwie hatte ich mit meinem Bleifuß keine Reaktion mehr und dann gibt es da hinten die Kollision mit Perez und ja, wir sind draußen. Gut, ja, das war's vom Rennen in Bahrain. Das war ein kurzes Rennen und ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, sowie auch über ein Abonnement und dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder in China. Und ja, bis dann sage ich auf Wiedersehen, macht's gut und ciao.